Hallo, runter. Was, komm, steh auf. Guter Junge. Good boy. Tot? Nein, jetzt ist er tot. Was willst du denn jetzt hier? Geh mal nach Hause. Hab ich alle? Ja, scheinbar nicht, weil sonst wäre nämlich die Mucke eigentlich vorbei, ne? Ist ja meistens so. Solange wie die Mucke läuft, ist noch irgendwas. Okay, haben wir es vergessen hier? Nee. Vielleicht schnüffelt ja irgendwo noch ein Hund rum oder so. Hat jetzt aufgehört, wa? Komisch. Ich gucke noch mal. Okay, nichts verpasst bisher. Hoffe ich doch. Bei meinem Finderglück habe ich die Hälfte sowieso schon wieder übersehen. Im Kommandomodul wird die neueste Generation von Maschinensoldaten gebaut. Soweit wir wissen, gibt es von dort aus einen Zugang zur Kommandozentrale. Okay. Ui, vor die Übermutanten hier. Was? Sind das Supermutanten aus Fallout? Ich hoffe nicht. Bullet Sponge, ey. Haben wir davon nicht schon genug hier? Bullet Sponge. Dadurch, dass sie hier alle mit ihren super, duper, ultra krassen Ultra-Rüstungen rumlaufen, sind die doch eh schon Bullet Sponge hier, teilweise. Kurz finden und dann weg von diesem öden Ort. Nee, nicht irgendwie schon Terraforming erfunden? Irgendwo haben wir das doch schon gelesen. Dass wir da schon Terraforming können. Davon haben wir aber bisher noch nicht viel gesehen, von Terraforming. Gelesen? Ja, gesehen? Nicht. Zutritt verboten. Das wäre so eine komische Akte, die man wieder einsammeln kann. Ah, hier ist eine. Ein Enigma-Code. Die Entschlüsselungscodes aus. Sie haben es geschafft, Lefkowitz. Und jetzt mach, dass du auf die Erde zurückkommst, William. Klaus ist in London. Er wird dich nach Berlin zurückbringen, wenn du landen willst. Sicherheitsverschluss.
Stufe was? Ja, schrei doch nicht so. Alter Schwede, ist die laut. Ich sollte weiterkämpfen. Aber gegen wen nur? Hier gehören jetzt alle zum Regime. Oder sie tun wenigstens so. Ich vermag es nicht mehr zu unterscheiden. Also wenn du es noch nicht mal unterscheiden kannst, dann... Uiuiuiui. Naja, tötest du noch Unschuldige, wa? Deswegen hat es wahrscheinlich irgendwann sein lassen. Was stand hier gerade? Wenn ich hätte irgendwas aufheben können oder so. Jung, Sicherheitsverstoß Stufe Alpha und ihr rennt hier immer noch rum, als wenn ihr Kaffee und Kuchen trinken wollt. Ist denn mit euch nicht in Ordnung? Sind ja echt die schlechtesten Soldaten, die es gibt, oder? So, wo muss ich denn hin? Lass mich hier durchlasern. Schon mal weg. Den haben wir auch weg. Macht auch gut Schaden, die Waffe, ne? Oh, ist wirklich laut, ne? Also. Frau ist echt laut und keiner der Soldaten passt auch nur ansatzweise auf. Totenkopfsmänner besuchen die Klinik hin und wieder. Sie nehmen Menschen mit, die ich seit Jahren betreue. Ich schaue weg. Ich hasse sie. Ich hasse mich selbst, weil ich aufgebe. Aber ich kann nicht mehr allein kämpfen. Ich beobachte den Mann mit den Narben. Ich flüstere ihm Dinge zu. Manchmal kann ich sehen, dass ein Teil von ihm wach ist. Ob er mich sehen kann. Ich lasse nicht zu, dass sie ihn mitnehmen. Das ist der letzte Eintrag, Willem. Einige der Dinge in diesem Tagebuch sind lange her. Und manche könnten mir passiert sein. Ich vermisse dich. Ich hab dich schon vermisst, bevor ich dich überhaupt kannte. Also ist Ramona jetzt die Anja? Gibt es richtig? Thank you.
Ja, ist doch gut, schrei doch nicht so. Boah, die ist voll laut, die Alte. Ja, das frage ich mich auch, wie das passieren konnte. Wo denn? Genau, erstmal schön hinsetzen. Oh shit. Rausch mit. Nach vorne. Je weiter weg die Waffe ist, desto weniger Schaden macht die. Was mit deinem Kumpel? Habe ich den auch schon weggebumst? Nee, hatte ich noch nicht. Aber jetzt. Warum jemand hier am Verstecken? Außer ich. Wie kann er noch am Leben sein? Naja, wenn ihr mich nicht tötet. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe unendlich Leben, ne? Darf man ja bestimmt auch nicht vergessen. Zusammengefallen wie so ein nasser Sack. Alfred ist tot. Und du jetzt auch. Ich die Waffe vorhin nicht mitgenommen? Doch, die hatte ich mitgenommen. Hier vorhin nicht so ein Ladegerät? Ah, ja.
So nicht, mein Freund. So nicht. Ach ja. Die Brücke, die nur ein bisschen angeknackst wurde. Ja, ja. Lass mich raten, hier kommt gleich was. Ja. Welcher bist du jetzt von den beiden? Okay. Stirb, Motherfucker! Ja, das war ja scheiße. Was war das denn, ey? Was kommt denn der jetzt auf den Meter ran, Mann? Spinnt der? Der spasst. Warum schon? Bewege mich zu der anderen Position! Da, wo wir hin? Wie kommen da raus? Zieh doch mal die Waffe. Wer ist er denn? Kommandozentrale London Nautica, Transporter Nummer 4. Meine Ladung ist zerstört.
Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und kam gerade noch mit dem Leben davon. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist, er ist im Schiff! Ah! Transporter 4, melden Sie sich. Transporter 4. Was ich alles in diesem Leben gesehen habe. Üble Scheiße, die dir den Magen umdreht. Dein Haar grau werden lässt. Okay, Captain Cowboy, Roger. Hier spricht Ihr Kumpel Klaus Kreuz im Wagen auf dem Weg zum London Nautica. Gehen Sie nach unten zu den Parkplätzen, dann sammle ich Sie ein. Roger? Ich habe 1000 Schlachten gesehen. Das London Nautica eröffnet das Feuer. Ich glaube, die schießen auf Sie. Ich werde die Sonne auf 5 Kontinenten untergehen sehen. Ich habe Staub vom Mond aufsteigen gesehen. Also. Aber alles, was ich will, ist dich wiederzusehen. Tageslicht, kalte Luft. Scheinbar lebe ich immer noch. Scheiß, was seid ihr? Stehen geblieben! Ich muss das sagen, wo sind meine Waffen? Könnt ihr doch nicht machen. Run, bitch. Genau. Sag mal. Ah, muss man nachladen. Gucken, nachladen. Haben wir schon? Ne, haben wir zu früh gedrückt. Ups, Alter. Machen wir mal den. Machen wir den. Machen wir den. Und dann machen wir den. Alter, komm. Meine Waffe. Ja, die Waffe ist weg. Nice. Quick, give me a gun. Ich möchte gerne eine Waffe. Yep. Jetzt mal. Hallo, Unfall. Das ist ja so nice. Ist ja richtig cool, dass die Waffe da nicht mehr liegt. Was ist denn hier der Alarmfuzzi? Irgendwo da. Da ist er. Haben wir keine anderen Waffen? Schnelles Nachladen. Ja, das ist natürlich jetzt doof, dass da hier die Wache nicht mehr da ist. Letzten Kontrollpunkt. Na komm, starte.
Schlägt Alarm, nice. Hab mich nicht mal gesehen, schlägt aber Alarm. Das ist doch scheiße, gib mir die fucking Waffe, die da lag, ey. Was ist das denn für eine behinderte Scheiße jetzt? Das ist ja richtig dämlich, ey. Ja, deine Verstärkungseinheit kannst du dir in deinen fetten, verfickten Fackhintern reinschieben, Alter. Anfrage nach Verstärkung bestätigt, Kommandant. Fick dich. Mach ich nicht mit. Hättet ihr mir die Waffe nicht hier weggenommen, dann hätte ich das jetzt nicht so gemacht. Aber ihr musstet mir ja unbedingt die Waffe hier wegnehmen. Also, fickt euch. Die größte jemals gebaute Waffe London, 15. November 1960. Die Abteilung für Superwaffen unseres Militärs hat die größte Waffe der Welt gebaut. In der gewaltigen Dunkelheit des Weltraums schwebt weit über der Erde ein gigantischer Orbitalspiegel, der die Kraft der Sonne selbst nutzen kann. Das Sonnengewehr. Im Zentrum des Spiegels steht eine direkt auf die Erde gerichtete 2,5 Kilometer lange Raumstation hervor. Nach der Aktivierung bündelt das Sonnengewehr die Energie der Sonne zu einem tödlichen Strahl, der ganze Städte in Schutt und Asche legen und die Ozeane zum Kochen bringen kann. Mit dieser Waffe können wir die in den dunkelsten Ecken der Erde lauernden Anarchisten und Terroristen vernichten, ohne das Leben unserer tapferen Truppen zu riskieren. Außerdem äußerte sich dazu Hans Grubst, der Leiter des Sonnengewehrprojekts, die Gefahr von Kollateralschäden ist, wenn überhaupt vorhanden, minimal. Haltet euch, Anja. Ich komme nach Hause. Ja, Anja hieß sie. Hab vergessen, wie die hieß. Anja, Anna. Anja hieß sie. Anja. Ja, wie gesagt, das Spiel hätte mir jetzt die Waffe da hinten in der Ecke nicht wegnehmen sollen. Wird schuld. Mach ja vieles mit, aber nicht alles. Ja. Also Bullshit mache ich zum Beispiel nicht mit. Wie sind die Leute dann eigentlich runtergekommen? Gar nicht, ne? Kommen aber auch nicht hoch. Nur runter.
Hui. Komm, kletter. Naja, oder so. Doch jetzt da reingehen, ne? Ist alles vorbei hier. Ja. Wegrollen, ey. Ja, komm doch noch näher, Alter. Was ist denn mit dir los, ey? What the fuck, ey? Sind sie Schrotflinte auf der 5 oder was? Nee, auf der 6. Okay. Nimm ich denn jetzt da? Ach, gar nichts. Fish and Chips ist wird nicht mehr beliebt. London, 15. November 16. 1960. Laut einer neuen Studie neigt sich seit langem bestehende Vorliebe der Londoner für Fish and Chips dem Ende zu. Stattdessen haben die anständigen Bürger der Stadt einen Heißhunger auf eine gesündere Speise entwickelt. Würstchen mit Sauerkraut. Ja, ob das jetzt so viel gesünder ist. Das sind wunderbare Neuigkeiten, sagte der Kulturminister heute Morgen in einem Telefongespräch. Fish and Chips sind schlecht für die Gesundheit. Würstchen und Sauerkraut stellen die klar überlegene Alternative dar. Meine Würstchen sind ja auch ganz schön fett.
So, ich nehme jetzt wieder das Messer erstmal, weil das nicht so viel Green wegnimmt. Auge von London beendet Aufstand. Oh, ist dieses komische Spinnding, wa? London, 15. November 1960. Nach den jüngsten Tumulten in der Stadt hat die Londoner Polizei einen Lagebericht im Rahmen einer Pressekonferenz abgegeben. Die jüngsten Ausbrüche gewalttätigen und Anarchistenverhaltens in den Quarantänevierteln wachsen allmählich zu einer unkontrollierbaren Situation aus, teilte der Polizeidirektor mit. In der letzten Nacht versammelten sich hunderte Abweichler, um an öffentlichen Orten zu randalieren, wurden jedoch durch den Einsatz des Auges von London von der Polizei aufgehalten. Die Operation war ein unglaublicher Erfolg. Das Auge hat alle Abweichler ohne Kollateralschäden erledigt, sagte der Polizeidirektor bei der Pressekonferenz am heutigen Morgen. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir müssen schnell handeln, wenn wir uns mit dieser Sorte Menschen befassen. Ja, aber nur wenn. Das war's. Nächster Halt, Venus. Sehr cool mit dem Projektor. Es war trotzdem komisch, warum das dahinter auch angezeigt wird, aber wird schon seinen Grund haben, ne? So, haben wir alles?
Bin ich sicher, haben wir alles? Hört sich an, als wenn hier irgendjemand rumläuft oder so. Wer hat das denn hier verstopft? Sag mal, geht's noch? Was ist denn das für eine Tastatur? Nur ein Knopf? Natürlich, das Regime werde ich ausradieren, bis nichts mehr übrig ist. Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich dir, Mädchen. Ausschlafen, ja? Wir wären schon tot. Jetzt ist er tot. Enigma-Code. Einfach hier so in den Trümmern, oder was? Willst du mich verarschen? Einmal runter, bitte. Geht nicht. Kann ich den abballern?
Voll laut, ey. Problem ist, ich sehe aber auch kein, wie sagt man, einen Piloten. Hat nicht funktioniert. What? Ich weiß noch nicht mal, von was ich gerade gestorben bin. Bin ich jetzt vom Runterfallen gestorben? Ja. Bin ich jetzt vom Schrauber gestorben? Weiß noch nicht mal, von was ich gerade gestorben bin. Warum schießt du auf eigentlich? Warum redest du nicht mit mir? Warum sagst du nichts auf das, was ich kommentiert habe? Wieso hast du keine Lust? Schämst du dich nicht? Sonst nicht so. Was ist mit der Box passiert hier? Geht das denn? Wo denn? Manchmal werde ich aber auch von den unmöglichsten Stellen getroffen, wie du so denkst, so, wo ist der Typ, der mich gerade getroffen hat? Wie geht's dir heute, Mädchen? Gut. Echt? Kommt mir aber gar nicht so vor.
Also mir geht's deutlich besser als dir anscheinend. Deutlich besser. Was sagt denn deine Krankheit? Hast du die jetzt eigentlich schon überwunden? Immer noch nicht. Was machen denn die Ärzte mit dir? Geben sie dir nur Placebos oder was? Oder ist dein Immunsystem von den ganzen Impfungen so zerstört worden, dass du jetzt keins mehr hast? Ist weiter runter, wa? Wieso ist denn eine Autoimmunkrankheit oder was? Junge, jetzt stirb doch mal. Alter, sag mal, wie viel Magazine würde er denn noch fressen? Heilige Scheiße! Seit wann hast du die denn? Seit den Impfungen? Wieso? Weihnachtsketten da, mit dem Weihnachtslicht da, ey, was? Also ich habe ehrlich gedacht, der Mond wäre jetzt der letzte Dungeon gewesen, also der letzte Auftrag. Hätte nicht gedacht, dass wir hier nochmal zurückkommen, ey. Das Spiel wäre schon längst durch. Lange Reise nach Berlin. Mal gucken, ob wir da heute noch ankommen, wa? Kannst du da jetzt eigentlich irgendwas machen, Mienchen? Steht eigentlich immer überall Heimat.
Heimat hier, Heimat da. Bisschen hast du noch vor dir. Echt? Ohne Scheiße, ich hätte gedacht, ich schaffe das jetzt bis zur ersten Pause, das Spiel durchzuspielen. Okay, ich kann jetzt entweder mit einem Fahrstuhl runterfahren, was glaube ich nicht so smart wäre, weil ich kann mich ja die ganze Zeit dann schon anschießen. Oder ich nehme halt diese super geile Superrutsche. Noch nicht mal im letzten Dungeon? What? Es wurde ein gesuchter Verbrecher gesichtet.